Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Jetzt endlich wieder passiert was auf dem Kanal. Ich habe quasi letzte Woche komplett durchgepennt. Also wirklich durchgepennt. Ich habe nur gepennt. Ich hatte ja, letzte Woche hatte ich Nachtschicht, da begann ja der ganze Chaos. und da habe ich tagsüber geschlafen und nachts über war ich wach. Ich hatte ja seit Mittwoch, letzten Mittwoch fing ja mein Wochenende schon an um 7 Uhr morgens. Aber da fing es auch an, dass ich geschlafen habe und nachts kann ich nicht aufnehmen. Ich schreie manchmal rum und das kann ich den Nachbarn nicht antun. So, Mr. Guzzi sollte ich doch fotografieren, oder? Irgendwas war mit Mr. Guzzi. Ah, ich weiß es nicht mehr. So, ich wollte jetzt nämlich nur kurz meine Folge aufnehmen, weil ich bin jetzt wieder eine Spätschicht. Es gibt immer Probleme. Und irgendwas sollte ich doch auch mit dir machen. Ein Foto war es nicht. Wieso kann ich dich plündern? Okay, ein Foto war es nicht. Alles klar. Was geht denn hier ab? Versteckt sich da eine Kakerlake? Zwei! Ich will gar nicht wissen, was ihr da unten getrieben habt. Jedenfalls, jetzt beginnt auch noch zusätzlich der Winter. Und ich. Leute, ihr könnt es nicht vorstellen. Ja gut, es beginnt nicht der Winter. Ich weiß, wir haben Herbst, aber für mich ist das schon Winteranfang, weil ich hasse Kälte. Mein natürlicher Lebensraum, sobald der Herbst beginnt, ist eigentlich die Heizung. Das heißt, sollte ich jemals ein Pokémon werden? Legendär. Sucht mich an der Heizung, da findet ihr mich immer. Mich ist es nicht schwer zu fangen. Oh. Shit. Ich vergaß. Danke für die Info. Gut, dass du mich erinnert hast. So, was hast du denn für mich? Diskammerjägers, aha. Schaden durch Mirelux und Insekten. Cool, jo. Aber den kann man nicht ganz gut im Vault Raid gebrauchen, ne? Falls wir den eines Tages machen. Okay, so. Wir wollten heute auf jeden Fall die Robco-Tour machen und die war da. Und mir wurde auch in die Kommentare geschrieben, wegen dem Nuka-Cola-Schrank, dass das ganze Jahr eine Questreihe ist. So, das Problem ist, ich habe die Quest ja noch nicht mehr angefangen. Das heißt, die Infos, die du mir da rausgehauen hast, von wegen, was ich jetzt nächstes machen soll, die ergeben für mich gar keinen Sinn, weil ich nicht weiß, was du meinst. Ich glaube nicht, dass ich die Questreihe schon angefangen habe, oder? Ich glaube nicht. Das muss ja eine Nebenquest sein, ne? Nö. Wir haben das hier. Sammle und behalte die White Springs Holobänder. Aber ich glaube nicht, dass ich da. Hä? Ich habe mir. Nein! Nein! Ich habe mir kein Stimpack reingezogen. Egal. Ach, cool, das wird mir angezeigt. Da können wir auf jeden Fall auch hingehen. Na, Dude? Wieso schwirrst du da alleine durch die Gegend? Naja, ich würde sagen, wir beginnen einfach mal die Robco-Tour. Ich hoffe, dass ich heute ein, zwei Folgen schaffe zum Aufnehmen, dass wir die Tage was haben. Und ich muss sagen, ich habe es vermisst. Ich habe es wirklich vermisst. Ich konnte ja nachts nicht aufnehmen. Ich hätte es so gern gemacht. Ich habe es nämlich wirklich schon vermisst, Sachen hochzuladen. Jedes Mal, wenn ich aufwache oder wenn ich bei der Arbeit war, habe ich mich dabei erwischt, wie ich auf YouTube gegangen bin. Und habe mich dann erinnert, ach ja, ich habe ja keine neuen Folgen. Es war immer so traurig. Du willst auf YouTube schauen, aber da gibt es nichts Neues, weil du keine neuen Folgen produziert hast. Da habe ich halt gemerkt, mit YouTube aufzuhören ist nichts für mich. Ich muss weitermachen, sonst würde mich das traurig machen. So. Was haben wir hier? Ein Ghoul da unten. Krieg ich den? Krieg ich den? Nee. Schade. So, Robco-Tour. Robco-Forschungszentrum, wo Dinge geschehen, die nicht jeder erfahren muss. Ich, die bedeutende promovierte Dr. Clara Song, werde euch eine Führung geben.
Dr. Song, die preisgekrönte Forscherin, die Autorin von Robotik in Geschichte und Gegenwart, sie macht die Führung hier? Ganz genau. Und weil ihr Pfadfinder so vertrauenswürdige junge Bürger seid, kann ich euch viele spannende Dinge zeigen, von denen die Öffentlichkeit nichts wissen muss. Also, fangen wir an. Trefft mich beim ersten Halt unserer Tour. Vielleicht lernt ihr dann sogar mal was. Oh. Ich lerne gerade, dass ich Hunger und Durst habe. Das hätte ich ja schon lange nicht mehr. So, ich ziehe mal eine Coca-Cola Cherry rein und ein bisschen Skill-Kaugummi. Und ich glaube, das war es auch schon. Na, ich habe noch ein bisschen Fleisch von dem Mischling. Ja, und das war es eigentlich schon. Ich sehe gerade, wir sind leicht überladen. Könnte daran liegen, dass wir eine Milliarde Wasser dabei haben. Das sind bestimmt 5 Liter, oder? Wasser 25%. Ja, sagen wir mal, so eine Wasserflasche hat 250 Milliliter, weil es ja auch 25% Wasser ist. 100% Wasser wäre ja 1 Liter, ne? 100% ist ja 1 Liter. Hoffe ich mal. Da haben wir schon ein paar Liter dabei, ne? So, 4 Liter, 4 Wasser ergeben 1 Liter. So, das heißt, wir haben knapp 6 Liter am Start. Eigentlich genau 6 Liter, weil wir hier noch abgekochtes Wasser haben. So, wo beginnt denn die Tour? Und was zur Hölle ist das da hinten? Wieso habe ich da noch Dinge, die ich nicht kenne? Da muss ich noch hin. So, besuche die nächste Station der Tour. Soll ich die jetzt eigenständig suchen? Ich dachte, das ist eine Quest für Pfadfinderkinder. Wir wissen, Kinder sind nicht so schlau, Dinge selber zu suchen. Was man an mir sieht. Ich bin ja nicht mal ein Kind. Und ich kriege das nicht mal hin. Das ist ja kein Finn! Star. Der Klassiker. Übrigens, falls ihr euch denkt, Zero, wieso siehst du heute nicht aus wie so ein Oberbösewicht? Ich trage ein Kragen-T-Shirt. Pullover kann man das nicht nennen. Wie nennt man sowas? Ein langärmliches Kragen-T-Shirt? Ich weiß es nicht. Das ist auf jeden Fall was für Leute, die es gerne warm haben. Das ist Laminat heil. Und deswegen sehe ich aus wie ein Oberbösewicht. Würde ich jetzt meine Mütze ausziehen? Oh, die Leute würden mich hier scharenweise mit Polizei voll spammen, weil sie denken würden, ich will die Welt erobern. Wie? Wieso kann ich... Ach doch, ich kann hier spawnen. Ich wollte gerade sagen, wieso kann ich hier nicht spawnen? Na, jetzt kein Krach. Okay, okay. Ach doch, jetzt habe ich die Markierung bekommen. So, wo bin ich denn runtergefallen? Und ach, da hinten. Nehmen wir mal alles mit. Mal gucken. Ich bin wahrscheinlich ein bisschen eingerostet nach den paar Tagen. Aber gucken wir mal. So. Ach, scheiße. Ich muss da wieder hoch. Oh, hätte ich das gewusst, wäre ich oben geblieben und nicht runtergefallen. Klar, Zero, auf jeden Fall. Shiva! Ich dreh durch, diese Katze! Eines Tages brate ich sie einfach. Damit sie keinen Stress macht, währenddessen ich aufnehme. Danach kann sie gerne wieder ungebraten sein. Das hier, lieben Kinder, eine Einschienenbahn. Diese Einschienenbahn fährt bis nach The Toga, in unsere Stadt der Zukunft. Wer sich kein Auto leisten kann, fährt damit jeden Tag zur Arbeit. Oh, hey, wusstet ihr, dass bei der Einschienenbahn der Name Programm ist? Ganz genau. Diese Bahn hängt an einer einzigen gefährlich dünnen Schiene in der Luft. Das ist super cool. Solange ihr keine Höhenangst habt. Ja, das ist wirklich super cool. Aber ich bezweifle, dass sie nach Votoga fährt. Ich sehe, wo sie hinfährt, ist wahrscheinlich in die Hölle. Aber sowas ist echt cool. So eine Einschienenbahn, die mitten in der Luft ist. Habe ich meine Taschentücher hier? Ja. Hui, na toll, jetzt spielt sie damit.
Naja. So, komme ich hier jetzt runter, ohne zu sterben? Ich muss nämlich ein Stück runter. Ah, machen wir es wie eine Normalsterbliche. So. Es hat's mir gereicht. Ich habe die Tür zugemacht. Ja, dann wird's hier wenigstens schneller warm. So, wir müssen jetzt darüber. Dann tun wir dies auch mal. Nehmen hier eine kleine Abkürzung. Oh, wir müssen rein. Da müssen wir uns aber vorsehen. Ist hier irgendwas in der Nähe? Nee, wahrscheinlich erst drin wieder. Ich hoffe auf ein paar legendäre Gegner. Wir hatten ja schon mal ein bisschen Glück hier. Schon mal den ersten legendären mitgenommen. 8 Stationen. Huh. Ist eine lange Tour. Aber so eine Einschienenbahn hätte ich auch Bock. Weißt du, so 20 Meter über Berlin so hinweg. Was man ja jetzt teilweise auch schon hat, ne? Also ist es nicht, aber so freischwebend, nicht auf den Boden gebunden. Naja. Schade eigentlich, dass wir sowas hier nicht haben. So eine schön gefährliche Einschienenbahn. Wieso ist das hier so still? Oh, ist es gar nicht. Brille. Ja gut, die hat er gebraucht, der hat mich nämlich nicht gesehen. So. Wo müssen wir hin? Wo soll das denn sein? Voller Marsch der Welt. Irgendwie ganz hinten in der Ecke. Akzeptiert. Kriege ich dich so tot? Jetzt, wenn man den dann da schießen könnte, wahrscheinlich. Wo kann ich ja. Zum Glück sind sie doof genug. Gucken wir mal, dass wir uns irgendwie da buxieren können. Oh. Und da war die Tür weg. Das müssten wir ja rein theoretisch kennen. Will's kennen. Haben wir alles wahrscheinlich schon mal gemacht. Kann mich nur nicht mehr erinnern. Die haben hier irgendwie ein Foto von uns gemacht. Da sollte ich wahrscheinlich Robco-Mitarbeiter werden. Ja, an diesen Knopf erinnere ich mich. Zwar nicht an das Terminal, aber an den Knopf. Das sagt mir aber immer noch nicht, wie ich da ganz weit hinten komme. Ich habe so das Gefühl, dass das eigentlich ganz einfach ist. Guck mal, hier geht's weiter mit der Tour. Aber wahrscheinlich erst sehr viel später. Gib mir doch jemand ein Ziel, auf das ich schießen kann. Später. Jetzt schieß doch! Oh Mann, diese Waffe. Jetzt weiß ich, warum ich sie weggelegt habe. War hier noch irgendwas anderes, was mich abgegriffen hat? Ich weiß es nicht, aber wir nutzen mal ganz kurz das hier, um unseren Schrott loszuwerden, damit wir ein bisschen mehr tragen können. Und jetzt versuchen wir einfach mal so ganz chillig zu unserem Questpunkt zu kommen. Aber ich bezweifle irgendwie stark, dass wir wirklich hier hätten rein müssen. Ich denke, das würde einfach nur ein anderer Ausgang gewesen sein. Ist das jemand, der von mir in den Hintern getreten werden muss? Ey, ich zeig dir mal, wer das hier war, ja? Aber nicht, dass du dich dann beschwerst, dass du tot bist. Das ist die einzige Tür, die funktioniert, oder? Hä? Auch nicht? Ja, wie komme ich denn da hin? Wie komme ich da jetzt hin? Okay, lass mich mal einen Test machen. Wir gehen nochmal raus. Wir gehen nochmal raus. Das ergibt irgendwie alles keinen Sinn. Kann man nicht vorstellen, dass ich dafür rein soll. Weil, wenn ich mir so eine Tour angucke, weißt du, wenn ich mir eine Tour angucke in irgendeinem, keine Ahnung, Industriegebiet, wo irgendwas gebaut wird,
Dann sind die Stationen nicht allzu weit voneinander entfernt, wisst ihr? Man muss sie nicht extra suchen. Hier muss es doch bestimmt eine Hintertür geben. Kannst du mir doch nicht erzählen. Eventuell da an den Fahrstuhl? Oder hier rein? Ihr werdet sehen, ich bin im Recht. Aber wenn er mir sagt, ich soll jetzt rausgehen, dann wäre das ein bisschen kacke. Nee, raus nicht. Aber ich glaube, wir sind näher dran. Oder? Oder auch nicht. Wir sind da, wo wir aufgehört haben. Mann! Ich finde das Ding noch nie. Springen hier einfach überall runter und dann wird hier irgendwo ein Gang sein, den wir... Halt, Moment, du bist nicht echt. Du bist der mit mir geredet hat, ne? Ja gut, wir sind jetzt ein paar Sachen runtergesprungen. Allerdings sind wir schon wieder hier gelandet. Ach, hier sind sowieso nur die Toiletten. Es geht doch irgendwie nur in die Richtung. Nee. Oh, jetzt erinnere ich mich. Stimmt, hier war die Powerrüstung und hier war das Roboter-Modellteil. Jawolski Bolski. Genau das wollte ich haben. Ich wusste, dass irgendwo noch so ein Roboter-Modellteil ist, aber ich wusste nicht mehr wo. Und dann kam die Erinnerung. Aber es hilft mir immer noch nicht herauszufinden, wie ich da hinten hinkomme. Hier ist ein Ausgang. Hä? Hier ist kein Ausgang. Oh doch. Hier ist der Fahrstuhl, der in der Mitte ist. Okay. Nichtsdestotrotz ist das immer noch nicht da, wo wir sein wollten. Hier waren das letzte Mal super gut hatten, oder? Oh, Wunderkleber. Ich glaube, ich werde hier noch eine Weile rumhängen. Leute, ich hoffe, ihr habt ein Heißgetränk bei euch. Das kann ja noch eine Weile dauern. Aber zumindest ein paar Schrauben kriegen wir hier zusammen. Ist ja besser als gar nichts. Oh, hallo. Der Überraschungseffekt. Schieß. Als ein wenig Erholung auf Uncle Sams Kosten. Ich habe noch 3 Munition, ne? Hm. Na ja, gut. Oh, ich dachte schon, der will nie wieder schießen. Ist wohl mein Glückstag. Wie fest er diesen Bug bitte irgendwann mal vielleicht beheben? Ich würde euch auf jeden Fall sehr dankbar sein, wenn ich eines Tages richtig schießen kann. Das war ja der Grund, warum ich das Ding früher abgelegt habe. Weil er nie geschossen hat. Jedenfalls nicht dann, wenn es drauf ankommt. Deswegen ich ein paar Mal gestorben bin, ne? Ich erinnere mich. Naja, aber es ist halt momentan die beste Waffe, die wir kriegen können. Und Ferdi wollte sie nicht mehr haben. Von daher. Hä? Wie komme ich denn da? Wie komme ich denn da hin? Hier ist ja nur ein Ex... Was? Leute. Es ist hier wieder eine Quälerei. Da gibt es keinen Weg hin. Da gibt es einfach keinen Weg hin. Oh, hier ist eine Tür. Oh Mann, ey. Leide. Oh, ich leide so sehr. Oh. Ich sag euch, wenn mich eines... Super! Wow! Wenn mich eines Tages die Russen verhaften und verhören möchten, müssten wir einfach nur dieses Schloss in diesem Spiel vor das Gesicht halten und sagen, hier, knack mal für mich. Ich würde durchdrehen. Ich würde denen alles verraten. Meine geheimen
Schokoladen verstecke. Alles. Wo ich die Leckerlis verstecke, würden sie alles wissen. Es gibt keinen Weg dahin. Pass auf. Pass auf. Mir sagt das Spiel ja in diese Richtung. Hier, guckt euch das an. Hier wäre doch der nächste Punkt. Wir gehen jetzt einfach mal in diese Richtung. Oh, was haben wir denn hier? Oh, guck mal, hier ist noch einer. Jeder Tag ist ein guter Tag zum Sterben. Geilo. Hier ist auch nichts. In die Truhe, wow. Weil die hilft mir jetzt auch nicht weiter. Na gut, ein bisschen was zu essen. Ich glaube, dass es verbuggt ist. Hier ist ja kein, hier ist kein Weg, ne? Es gibt hier keinen Weg. Es gibt hier einfach keinen Weg. Hier war doch irgendwo ein Ausgang, ne? Hier waren wir auch schon. Eventuell der Aufzug, aber dann würde doch mir das Spiel den Weg zum Aufzug zeigen. Pass auf, wir müssen ja in die Richtung. Ein ganz schönes Stück in die Richtung, ne? Ich weiß nicht, was da hinten sein soll. Ich kann mir nur vorstellen, dass das der Fahrstuhl sein soll. Ich werde niemals mit dieser Waffe schießen dürfen. So. Gibt es einen Weg aufs Dach? Mal so gefragt. Wir suchen die nächste Station. Ja, am Arsch die nächste Station. Die existiert nicht. So kann ich nicht hochklettern. Ich bin auch ein bisschen überladen. Das ist ein bisschen blöd jetzt, wenn man nur hoch will. Aber pass auf, wir haben ja hier diesen Fahrstuhl. Ich bin ja dezent überladen, ne? Hier, Granaten, tschüss. Nicht fallen lassen, so. Und dann ziehen wir uns noch ein bisschen was zu essen rein. Giftiges Wasser kann sowieso weg. So. Problemo gelöst, oh. Es gibt hier nur eine Taste. Gut, Freunde, ich würde sagen, ich versuche jetzt einfach mal den Weg zu finden und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und dann hoffentlich mit der nächsten Tour. Wir sind wieder hier. Haut rein, euer Zero. Tschüss.